Ja, liebe Leute, ich durfte jetzt alles bis hierhin nochmal machen. Mit der Begründung, mein Programm ist gerade abgestürzt, mein Emulator. Na schön, aber gut. Ich suchte nach Pokémon und fand einen Trainer. Cool. Gehöre an Nede. Ja, ein Bidiza, ne? Na, machen wir mal ein paar Ruckzuckhiebe, wa? Mhm. Zack. Und Level 11 für Lucky. Eigentlich könnte jetzt, okay, ein Star-Lily. Eigentlich müsste jetzt Mo auch noch ein paar IP bekommen. Ist doch ganz einfach, wa? Ja, was machen wir denn da? Wir machen den Blubber. Und ich schau mal, wann entwickelt sich Star-Lily eigentlich? Oh, ich habe es besiegt. Das tut mir so leid. Das war ungewollt. Ein Knospi. Naja, können wir weitermachen. Blubber. Ja, wobei es wird nicht sehr effektiv sein. Aber das ist mir auch egal, denn, ja. Oh, ist jetzt Wachstum ein? Nee, das Ding ist halt, Mo sollte ja auch früher oder später so ungefähr denselben Level haben wie Fights Pokémon. Deswegen wäre es nicht verkehrt, wenn er jetzt mal ein bisschen mehr kämpft, wa? Blubber. Wobei ich auch einen Tackle hätte machen können, weil ich kann im Moment nur Teleport. Von daher. Na? Besiegt. Geht doch. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Aber die Level steigen sehr langsam. Nassmacher. Wow. Huch, du bist schon fertig? Ja. Okay. Route 203 nach Erzlingen. Aber da hinten ist ein Pokéball, den ich haben will. Schutz! Schmutz! Ich wollte den Schutz! Bom, bom, bom. Ah, da. Ah, hast du wieder deine alte Farbe angenommen und dir einen etwas unten dran genäht, ne? Das, ja. Na? Okay, cool. Alles klar, ne? Tackle. Okay, Mo. Oh, Mann, ich will doch bloß da wegkommen. Das ist Shinox! Okay, da haben wir unser drittes Teammitglied. Oh, du bedrohst mich, hä? Huh? Na, warte, dir zeige ich es jetzt mal. Mit so einem kleinen Blubber. Oh shit, das macht ja nochmal einen Schaden. Aber es ist gerade mal die Hälfte. Also. Scheiße, ich habe vergessen, Pokébälle zu kaufen. Aber. Ah. Na gut. Einen Versuch habe ich noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Naja, egal, okay. Wisst ihr was? Dann kümmere ich mich offscreen darum. Denn, ja. Die Folge wird eh jetzt schon wieder viel zu lange sein. Außer, ich schneide es in mehrere Teile. Würde sich eigentlich sogar, nachdem hier mein Spiel abgestürzt ist, sich sogar lohnen, da... Naja, okay. Komm. Ich habe einen hübschen Orten vom Leiter der Erzlingen-Arena.
Cool. Madeleine. Anton. Warte mal. Okay, jetzt habe ich das auch so gehört, dass es besser ist. Oder gut war. Na? Meine tollwütige Donald Duck-Parodie. Also mich regt das mit dem Shiny-Starrer Lilly immer noch auf. Mich regt das auf. Ja, 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 das tut es, wa? Aber gut, Pfund. Ich bezahle mit Pfund, bitteschön. Ja, komm, dann zahle ich nochmal einen Pfund. Pfund Sterling ist die Währung, wa? Und, oh, hat nicht mehr viel gefehlt. Oh, ich habe verloren. La, 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 la. Ja, weil dann könnten wir zumindest... Oh, da ist ja noch mein Item. Egal, ich komme hier eh nochmal vorbei. Ne. Eine Zirp... Ein Zirpurze. Blubber. Dürfte ja ausreichen, denke ich mal. Oder dachte ich halt zumindest, ne? Oh, jetzt setzt er Geduld ein. Jetzt kann er sich nicht mehr gedulden, oder was? Na schön. Ganz wie du willst. Aber jetzt bist du am Arsch, Junge, ne? Also merke dir das. Und tschüss. Dankeschön. Okay, wie viele Pokémon habe ich eigentlich schon gesehen? 12. Ui. Fehlen ja nur noch so 198. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade echt nicht, wie viele mir fehlen. Aber, Rabarber, mir soll alles recht sein, ne? Okay. Die Pokémon sind wieder topfit. Kommen sie bald wieder? Oh ja, sehr gerne. Okay, ja, jetzt haben wir wieder unsere Pokebälle. Oh, und einen Premierball noch. Das ist schön. Kann man immer gebrauchen. Bälle kann man nie genügend haben. Genauso wie Socken und Boxershorts. Hat mir ein weiser Mann gesagt, der... Ja. Der sich öfters widerspricht als andere Menschen. Ein Bidiza. Mau! Muss Taverne? Ja, Augenblick, Sekunde mal. Wow. Das habe ich ja jetzt so sehr gewollt, ne? Ein Abra, wäre auch nicht schlecht, ne, aber... Nee, danke, aber nee, danke. Ey, ich wollte das Schild lesen. Na schön, dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Dann halt nicht! So, jetzt aber... Wenn du die Entwicklung eines Pokémon stoppen willst, musst du den B-Knopf drücken, während es sich entwickeln will. Habe ich schon wieder Text weggedrückt? Hey! Wird langsam nicht mehr lustig. Es ist nicht lustig. Finde ich nicht witzig, nein. Hoppala. So. Das Pokémon entwickelt sich dann nicht. Man nennt das dann Entwicklungsstopp. Ja, die Entwicklung wurde gestoppt. Die Entwicklung von dem Videospiel. Ich will kein Zubat. Ich will ein verdammtes Shinox. Okay. Da haben wir es ja. Ach, wärst du jetzt noch weiblich, ne? Weil wir haben ja schon unsere Frauenquote eigentlich. Nee, ich möchte ein weibliches Shinox haben.
Kostet, was es wolle, wa? Und wisst ihr was? Ich suche auch jetzt so lange danach. Ist mir doch wurscht. Ah, ich meine, wir haben eh... Eigentlich müsste eh jedes vierte Pokémon ein Shinnok sein. Und die Zeit haben wir ja auch. Ich meine, es ist mitten in der Nacht. Zumindest im Spiel, ne? Na, habt ihr eine Ahnung, wie spät es jetzt ist? Ich könnte es euch sagen, wenn ich wollte, wa? Tue ich aber nicht. Okay. Na dann. Auf ein neues. Ach nö. Warum bist du wieder ein Männchen, ha? Warum musst du wieder das Männchen machen? Ist es irgendwie... Nee, es ist 50-50. Also rein theoretisch müsste jedes achte Pokémon ein weibliches Shinnok auf dieser Route sein. Na? Versteht ihr? Versteht ihr die Logik dahinter? Gut, weil ich gesagt habe, Frauenquote, ne? Also ein Pokémon wird ja auf jeden Fall weiblich sein im Team und das ist halt nun mal Frostedie. Na geht doch. Jetzt nur nicht umbringen, wa? Du hast Bedroher, okay. Und ein Silberblick. Sollte ich schon den ersten Ball werfen? Ach komm, wozu habe ich denn 10 Stück gekauft? Und go. 1, 2, 3. Hey, hey, ho! Gefällt mir. Okay, für Shinnok wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Vor allem, ihr müsst mal bedenken, ne? Okay. Shinnok, das Flacker-Pokémon. Es erzeugt Elektrizität. Durch das Strecken und Zusammenziehen seiner Muskeln bei Bedrohung glüht es. So. Wie nenne ich dich? Ich nenne dich... Ich nenne dich Shiny. Weil du ja glühen kannst bei Bedrohung. So, na dann gehen wir jetzt hier rein. Und hier drin haben wir das Erzlingentor. Plink! Oh, ein nagelneuer Poketch. Und ein eher ungelenk wirkender Reisender. Hm, du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Ach, aber das ist doch nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Und daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. Vor allem 06. Dürfte Zertrümmerer sein, glaube ich, oder? Diese versteckte Maschine, oder kurz vor ihm, enthält die Attacke Zertrümmerer. Yes. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber um diese Attacke anwenden zu können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzlingen. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Hier komme ich nicht weiter. Aber ich könnte jetzt rein theoretisch jeden Trainer umgehen, wenn ich wollte. Zumindest hier drin. Aber das will ich nicht. Das könnt ihr sowas von vergessen, ihr kleinen Schlawiner. Wiener. So, na dann wollen wir mal. Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Trainer aus. Ja, kann sein. Camper Ole. Und der hat einen Starer Lilly. Ach komm, dann kriegen wir mal wieder den Blubber. Ein Volltreffer. Gefällt mir. Ich muss auch noch überlegen, wie ich dann Shiny trainiere. Wobei, sie wird ja früher oder später eh noch dazu kommen. Okay, Mo, dann setz mal hier Blubber ein. Ah, und du erreichst Level 12. Geil. So, ein Shinnok. Ach komm. Warum nicht? Ja, bleiben wir doch mal bei Blubber. Also was diesen kleinen Motherfucker angeht. Ja, bin ich halt noch nicht so gewappnet, ne? Ich könnte mir jetzt zwar so ein Stein-Pokémon holen, aber... Oder ein Boden-Pokémon.
Aber das will sich halt nicht rentieren, weil wozu, ne? Und ich meine, es gibt in dieser Generation halt einfach den weltbesten VM-Sklaven und das ist einfach ein fucking Bediza. Camper Ole würde besiegt. Zu schlecht trainiert? Oh, 112 Kröten, das bedeutet... Kleinstein! Nun gut, das nicht, aber auch, ne? Okay, cool, alles klar. Blubber. Das ist sehr effektiv. Und... Ah, oh, 4 hat auch nicht mehr gefehlt. So, okay. Nächster Trainer. Oh, was zum... Ah ja, Kodierung überlastet. Ich habe Sterfeen. Egal. Um zu feiern, dass ich diese Höhle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Übrigens, 1516 Schritte, das ist... Ja, 1516. Das Jahr der Entstehung des Bayerischen Reinheitsgebots. Ja. Gebraut nach dem Bayerischen Reinheitsgebot. Ein Hoch darauf, dass es das gibt. Blubber. Initiative von Bediza sinkt. Ich glaube, ich sollte das dann auch demnächst zumindest mal fangen. Das ist ja die Frage, wie nenne ich dieses Bediza dann? Vielleicht nenne ich es auch einfach nur, also lass es einfach beim Namen Bediza. Und damit es halt schneller geht, würde ich es halt dann irgendwann noch zu einem Bidifass weiterentwickeln. Ich weiß ja gar nicht, wann kriegt man in Pokémon Platin denn den... Oh, ich denke mal... Na, vergiss es. Okay, Erzelingen. Eine Stadt voller Energie. Und diese energievolle Stadt, die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ich sage, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Ciao!